TV Vorarlberg. Aktuell. Heute stellte das Land Vorarlberg ein neues Pilotprojekt vor. Dieses soll heimischen Nachwuchsspitzensportlerinnen und Sportlern eine Lehrausbildung ermöglichen. Herzlich willkommen zur RTV Vorarlberg aktuell. Ab dem Schuljahr 2017-2018 soll es für junge Sportlerinnen und Sportler möglich sein, eine kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung in Verwaltungsassistenz zu absolvieren. Landesrätin Bernadette Mendel stellte das Projekt vor. Die Lehrlingsausbildung liegt uns sehr am Herzen und ist auch im Vorarlberg ein Erfolgsmodell. Deshalb haben wir diesen Schritt gesetzt, dass auch im Rahmen dann natürlich der Sportstrategie 2020 die Ausbildung und der Spitzensport besser vereinbar werden sollen. Das ist eine unserer wichtigen Säulen der Sportstrategie, die ganzheitliche Athletenentwicklung, die ganzheitliche persönliche Persönlichkeitsentwicklung von Sportlerinnen und Sportlern und die Vereinbarkeit von Ausbildung, Beruf und Spitzensport. Und deshalb war es uns ganz wichtig, auch für Jugendliche, die einen Lehrberuf ergreifen wollen, dass sie die Möglichkeit haben, neben dem Spitzensport auch diesen Weg einzuschlagen. Damit beinhaltet das Ausbildungsangebot für Sportlerinnen und Sportler neben den 8 Vorarlberger Sportmittelschulen, einem Sportgymnasium in Dornbirn und der Akademie Mererau und dem Spitzensport geeigneten Einstieg in das Bachelorstudium Internationale Betriebswirtschaft an der FH Vorarlberg nun auch die Möglichkeit zur Lehrausbildung Bürokaufmann und Bürokauffrau bzw. Verwaltungsassistent und Assistentin mit verlängerter Lehrzeit. Und ich glaube, das ist ein großes Problem für viele Sportler, dass wir leider sehr viele Talente verloren haben oder verlieren werden, wenn sich das System nicht ändern kann, sprich Lehre. Dass sehr viele Sportler doch aufhören in jungen Jahren, mit 14, 15, weil es nicht mehr vereinbar ist, Sport mit der Lehre zu verbinden. Und ich glaube, dass das System eben genau dem widerspricht und das unterstützt, dass eben auch eine Lehre gemacht werden kann und nicht nur auf schulische Bildung weitergegangen werden muss. Die Koordination des Projektes hat das Olympiazentrum Vorarlberg übernommen. Es soll auch als Erstanlaufstelle für das Melden offener Lehrstellen dienen. Wir kennen natürlich aus unserer Unterstützung der Fachverbände, aus unserer Unterstützung der Athleten heraus, kennen wir die Problemsituation, dass es sehr schwierig ist, Ausbildung und Spitzensport unter einen Hut zu bringen, wissen aber genauso gut, wie wichtig es ist, diese Ausbildung trotzdem absolvieren zu können. Die sportlichen Lehrlinge haben also ab Herbst 2017 nun die Möglichkeit, eine verlängerte Lehre mit weniger täglichen Arbeitsstunden zu absolvieren. Das soll ausreichend Zeit für Training schaffen. Wir haben unter Umständen auch Informationen über offene Lehrstellen. Also es sind Betriebe natürlich herzlich eingeladen, uns auch Informationen zu geben, wer eine Lehrstelle anbieten würde. Als zweiter Umsetzungsschritt wird an einem Konzept für eine Ausbildung im Tourismus gearbeitet. Diese soll dann im Herbst 2018 starten. Für diese Art der verlängerten Lehre ist nicht zwingend ein sportlicher Leistungsnachweis erforderlich. Aber letzten Endes ist es eine Entscheidung des Lehrbetriebes, passt ein Lehrling zu mir oder nicht. Und darum kann es sein, dass die sportliche Messlatte sozusagen auch nicht zwingend sehr, sehr hoch liegt. Wir sind sehr gespannt, wie das laufen wird. Wir haben uns bislang noch keine Unternehmen angeschrieben. Wir sind wirklich erst heute sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen damit. Ich glaube, dass es für Unternehmen eine sehr, sehr wertvolle und lohnende Lösung sein kann. Wobei ich überzeugt bin, dass Unternehmer natürlich wissen, dass Spitzensportlerinnen und Sportler ganz besondere Eigenschaften haben. Sie sind begeistert, sie sind diszipliniert, sie haben eine Eigenverantwortung und sind zielorientiert. Sie sind Leistungsträger und das wollen die Unternehmer. Das Land geht hier auch mit Vorbild voran. Wir werden ab Herbst ein Pilotprojekt starten und werden für 2 Sportlerinnen und Sportler eine Verwaltungsassistentenstelle bieten. Ein sportliches Land also, das Vorarlberg. Und jetzt zu den Kurzmeldungen.
Das Land Vorarlberg investiert weiter in den Hochwasserschutz an der Umsetzung eines Flussbaumaßnahmepakets mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 5,2 Millionen Euro beteiligt es sich mit mehr als 1,52 Millionen Euro. Darüber informiert Wasser- und Sicherheitsreferent Landesrat Erich Schwärzler. Im Zuge einer Altmetallpressung in einem Recycling-LKW in Götzis kam es gestern Mittag zu einer Explosion. Die Ladung Altmetall geriet dadurch in Brand. Der LKW-Lenker lud daraufhin die gesamte Ladung auf der Straße ab. Der Brand wurde schließlich von der Feuerwehr Götzis gelöscht. Grund für den Brand dürfte eine Dose gewesen sein, die während des Pressvorgangs zu einer Explosion mit Verpuffung führte. Dies war laut eines Mitarbeiters der Recyclingfirma nicht der erste Vorfall aufgrund falsch entsorgter Dosen. Somit ergeht der Hinweis an die Bevölkerung, nur leere Dosen über die Altmetallsammelstelle zu entsorgen. Lackdosen gehören zum Sondermüll. Am Dienstagabend kam ein 21-jähriger Führerscheinneuling in Dornbirn mit seinem Auto ins Schleudern und krachte anschließend in ein Brückengeländer. Zur Unfallzeit befanden sich drei Bekannte des Lenkers mit im Fahrzeug. Durch die Kollision mit dem Brückengeländer wurden alle vier Insassen leichten Grades verletzt. Unfallursache war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Das war's für heute von RTV Vorarlberg aktuell. Jetzt interessiert mich, ob Patrick Dentsch gute Neuigkeiten vom Wetter hat. Im Anschluss werden wir es erfahren. Ich sage auf Wiedersehen und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Tschüss. Svertavi präsentiert von Sutterlütti, meinem 100% klimaneutralen Ländlemarkt. Über den ganzen Tag verteilt fallen heute immer wieder Niederschläge mit Schwerpunkt am Vormittag. Die Schneefallgrenze liegt dabei auf 1000 bis 1400 Meter. 5 bis 10 cm Neuschnee sind in den Bergregionen möglich. Am Donnerstag gibt es eine deutliche Wetterbesserung. Es befinden sich zwar den ganzen Tag lang über einige Wolken am Himmel, die Sonne kann aber sich aber die meiste Zeit durchsetzen. Dank dem Föhn wird es lokal recht warm mit bis zu 20 Grad. Am Freitag dominieren die Wolken das Geschehen. Die Sonne scheint nur milchig durch. 16 bis 20 Grad sind in den Föhntälern und in der Höhe möglich. Der Samstag zeigt sich ebenfalls von seiner freundlichen Seite. Der Sonnenschein dominiert, mit Höchstwerten um die 20 Grad wird es recht mild. Sonntags dürfte es bereits wieder etwas unbeständiger verlaufen. Den ganzen Tag wechseln sich Sonnenschein, Wolken und Regenschauer ab. Es wird deutlich kühler. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.